So, damit, moin Leute, was geht, Splay vom Start und willkommen zu meinem 1000 Abonnenten-Special. Am Moderat zum Verkacken. Moin. Moin. Hallo. Wollt ihr mitmachen in der Aufnahme? Keine Chance. Ui, Airhit. Airhit. Der wirft und wirft und wirft und wirft und wirft. Die Enderperlen wirft und wirft. Wie ihr es wahrscheinlich schon im Pre-Intro gesehen habt, werde ich heute dieses Video dazu widmen, euch mal Danke zu sagen für die 1000 Abonnenten, weil es wirklich eine komplett geisteskranke Zahl ist. Aber es wird natürlich doch um viel mehr in die Video gehen, und zwar gibt es ein mega krankes Giveaway am Ende, also bleibt dran. Und natürlich gibt es wieder ein Q&A mit euren Fragen und natürlich auch noch ein paar allgemeine Sprachenlernen Bubble Kanalthemen. Denn es gibt jetzt demnächst endlich Minecraft-Projekte und Livestreams geben, und da gibt es auch schon einen festen Termin, also bleibt dran. Ich muss sagen, dieses Mal waren wirklich sehr viele, vor allem auch kreative Fragen dabei und auch vor allem viel, viel mehr Fragen als das letzte Mal. Also nochmal vielen Dank dafür, dass ich so viel Zeit genommen habe, mir eine Frage zu schreiben. Und ich würde sagen, wir fangen direkt an mit der ersten Frage. Und zwar ist die erste Frage von Hanzo, und er fragt, wie alt bist du wirklich? Also nachdem ich das letzte Mal ja schon gesagt habe, dass ich 9 Jahre alt bin und in der Baumschule lesen und schreiben gelernt habe, habe ich das nicht viele abgekauft. Und naja, also in Wirklichkeit bin ich aktuell 14 Jahre alt und gehe in die 9. Klasse. Als nächstes fragt JLHD, bekomme ich einen Keks? Dann die nächste Frage von Taxi Mark. Und da will er wissen, wie ich auf meinen YouTube-Namen gekommen bin. Also auf meinen YouTube-Kanal bin ich gekommen, als ich Bratkartoffeln gegessen habe. Und ja, weil es einfach super zu meinem Real-Life-Namen passt und sich einfach nur cool anhört, habe ich mir gedacht, ich nehme den Namen, weil man ihn ja auch nicht so schnell wieder vergisst. Und jetzt noch eine Frage von Hanzo. Nimmst du vor dem Video Helium oder so? Und warum ist deine Stimme so hoch? Junge, was für Helium? Wieso sagen die bei jedem, dass ich Helium nehme, nur weil meine Stimme ein bisschen höher klingt? Hä? Dann fragt Daniel als nächstes, welchen Cutter hast du? Also ich cutte meine Videos eigentlich komplett selbst. Die Thumbnail-Ränder waren mal von einem Kollegen von mir, der hat mir die gegeben. Aber an sich mache ich Thumbnails und Schnitt komplett selber. Damit passt euch schon die nächste Frage von Mr. Brotstange. Mit was cuttest du? Also ich cutte hier komplett mit DaVinci Resolve 16. Ist meiner Meinung nach ein mega cooles Programm. Es ist kostenlos und es ist wirklich mega professionell. Es gibt auch noch eine kaufbare Version für 600 Euro. Aber die braucht ihr wirklich nicht, weil ihr hier genau dasselbe könnt. Also man kann hier Audio bearbeiten und so weiter. Also wirklich extrem cooles Zeug. Junge, noch 30 Sekunden und du hast 0%. Mein Controller verbinden. Weil ich kann nicht auf Tastatur spielen. Als nächstes fragt Monokuma Shisui. Sivo Addition Shitekuda. Sivo Jia Shitekuda. Wie wäre ein Format, in dem du andere Discord-Server bewertest? @everyone für mein Q&A auf meinem YouTube-Kanal möchte ich einige von euren Discord-Servern bewerten. Schickt deshalb gerne einen Link zu eurem Discord-Servern in Hashtag Server bewerten ein, und mit etwas Glück seid ihr im Video. Holy shit, sind das viele Server. Holy shit. Das reicht jetzt. Schließ den Channel. Ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Server hier. Ich hack ihn mal ab, wenn ich wüsste, wo der Daumen nach oben ist. Okay. Ich weiß nicht. Also wie findet ihr es auf den ersten Blick jetzt mal, das Design hier? Ja, kann man machen, ist clean gemacht. Es ist clean. Okay, also ihr habt halt die Basic Welcome Cards genommen. Vielleicht nicht so ganz professionell, aber ist okay. Infos. Jede Kleinigkeit. Ist vielleicht ein bisschen zu viel, ob sich das Thema so schnell durchliest. Keine Ahnung, was man hier bestellen kann. Also, aber diesen Emoji brauche ich auch. Warte. So. So eine Art. Man braucht 50 Member, der Server hier hat nicht mal selbst 50 Member. Ja, hat mehrere Nee, damit sagen, mache ich einfach direkt mit dem nächsten Server weiter.
Ja, das ist Ekati von Absolut Emma. Erstmal Willkommensnachricht von Mi6. Sehr schönes Embed. Der Server ist gar nicht mal so inaktiv, weil diese Embed-Funktion gibt es noch gar nicht so lang. Regelwerk. Ja, also ich finde, das ist okay. Dieses Transparente. Ja, es sieht schon. Das hier ist jetzt vielleicht ein bisschen unnötig. Vor allem hat es halt von mir geklaut, weil. Ja, warte. Sieht scheiße aus. Banner und das ist scheiße pro PNG, das ist meine Bilddatei auf meinem Desktop. Banner Streifen PNG. Wartet mal, Jungs. Also ich finde halt, dass das Team nicht so gut zu dem hier passt. Das sollte wenn dann schon dasselbe sein. Jetzt muss ich Regelwerk akzeptieren, oder? Nee. Ja. Außer mit deinem Verify, oder? Haben wir so gemacht, okay. Lol, der hat das richtig mit Capture gemacht. Schlecht gemacht. Naja, also du bekommst halt nicht so eine große Community damit, aber an sich schon schlau. Kann ich hier alles ankreuzen? Nee, gibt ein Limit. Gibt ein Limit. Also, ja, ich bin er hier. Dann. Ich freiwillig divers. Da äußere ich mich jetzt mal nicht dazu. Das Design finde ich actually gut. Oh. Ja. Das ist clean. Dann Uploads. Hat halt eine Rollenverteilung, die ist eigentlich relativ gut, deshalb. Self-Promotion. Was meinst du? Ich find's ein bisschen übertrieben. Chat-Support. Reports. Ja, also. Ticket erstellen. Ja, wahrscheinlich hat so das Ticketsystem sein. Warte mal, ist es ganz oben oder irgendwo unten? Ist hier mittendrin. Professionell. Also, die ist von Karl Burt, doch. Ist vom Prinzip sehr gut, aber ich glaube, das aber gibt es noch nicht so lange. Man gibt ja, doch, natürlich. Gibt es irgendeinen größeren Server, der hier Gaming Empire? Ich muss direkt sagen, das Design ist ein bisschen zu viel für mich. Aber lässt sich ja, bestreiten. Ist so clean. Nicht so clean, ne. Ja, man sieht halt hier dieses herzlich willkommen fast nicht. Andere Farbe, fetter, ja. Ja, doch, die Regeln sind schon nice, finde ich. Ja, ja. Wie er es da mit den Rollen und so reingemacht hat. Da bekommt ihr mit Discord Stress, was ich auch aus eigener Erfahrung, weil du Discord unter 13 oder 14 nicht benutzen darfst und du da halt das als Alter eingibst. Wir sind fertig. 30k Casino. Gut, ich weiß nicht, ob man jetzt bei einem Server mit 42 Membern so Casino-Sachen verlosen sollte. Ich weiß nicht, ob das irgendjemanden juckt. Dann Free Games. Ja, ist halt ein Bot. Aber cool, dass sie das reingemacht haben. Ich meine, zu Gaming Empire passt das ja gut. Das hier, da haben sie halt ein bisschen vom Design nachgelassen bei dem Channel hier. Ja, ansonsten ist es ein gutes Server, man kann nichts dagegen sagen. Als nächstes noch die 5 Millionenste Frage von Hanzo. Und so fragt er, was sind deine Eltern dazu, dass du YouTube machst? Also ich muss ehrlich gesagt sagen, meine Eltern waren eigentlich vom Anfang nicht so begeistert und die unterstützen es heute noch nicht so richtig. Aber ich denke, sie kommen jetzt einigermaßen damit klar. Ich weiß nicht, meine Eltern sind allgemein nicht so der Fan von dem, dass ich halt im Internet zu viel unterwegs bin. Keine Ahnung. Und jetzt der zweite Typ, der seine 5 Millionenste Frage stellt, und zwar JLHD. Und zwar fragt er, spiel mal Fortnite. Ein sehr lauter Hilfeschrei nach einem Fortnite-Mitspieler. Der rettende Held kommt. Ja, also könntest du mir ein bisschen helfen mit meinen Fortnite-Skills? Aber da bist du bei mir an der falschen Adresse. Doch, ich habe letztes Mal dieses Fortnite-Video von dir gesehen, da hast du richtig reingecarried. Okay. Dann muss ich da mal drauf drücken wahrscheinlich. Ich glaube, es gibt hier irgendwo so ein Freunde-Menü. Okay. Ich schaue, ich glaube, ich versuche mal, so. Mal eins. Wir sind alle Fortnite-Sucht, die sind jetzt. Let's go! Wir gehen hier hin. Also ab dann hat sich mein PC irgendwie komplett verabschiedet und die Aufnahme war komplett unflüssig und es gab nur noch ein Standbild. Aber ich hoffe, ich kann euch hier noch ein paar Highlights einblenden. Juhu, Hunters Haven. Keine Ahnung, bei mir sind da noch Fragezeichen. Ui, da ist ein Weihnachtsbusch. Junge, diese Grafik. Das ist ja nicht mehr feierlich.
spiele ich schon wieder ohne Grafikkarte. Grafisch. Du kleiner Fisch. Ach, wir sind... Scheiße, ihr habt die angeschossen. Nein! Nicht abschießen! Die sind stark. Ja, das ist mir dann aufgefallen. Ja, du musst Deutsch reden, Mann. Also Hochdeutsch, sonst kann ich es in dem Video einschneiden. Okay. Ja. Hilfe! Hilf mir, Splayfer! Das sind 4 oder 5! Nein! Keine Sorge. Rettung naht. Warum rette mich? Ich glaube, ich bin... Nein, ich bin immer noch in ihrer Range. Da. Oh, ich gebe ihm Hits. Ha, jetzt hast du die an der Backe. Nein! Deine kommt. Ich geb dir Backup. Hab einen. Ich hab keinen Sound. Warum hast du keinen Sound? Hilfe. Hab ihm. Oha, du bist voll gut. Oh, das sind ja 2! Fahr, Jonathan! Kriech, Buddel, spiel Maulwurf! Hab ihn! Oh mein Gott, wie hab ich den bekommen? Hab einen in der Zone, hab einen in der Zone. Ja, aber du bist gleich tot, ich hab genug Medkits. Aber... Hab noch einen, oh mein Gott! Oh mein Gott! Dead aim, Bro! Zum Schluss noch 2 Fragen, und zwar einmal vom Fisch. Und zwar fragt er, welches Setup hast du? Also ich habe eigentlich kein krankes Setup. Ich habe so eine Maustastatur von Lidl und ja, aber einen einigermaßen guten PC. Und halt so ein 60€ Mikrofon. Und jetzt noch die letzte Frage von SlowFFA. Lust in MC Duo zu rasieren. Also Jungs, ich habe ihn hier angeschrieben, aber er hat, er kann doch nicht, weil sein PC K.O. ist. So, das war's jetzt mit euren Fragen, aber es geht natürlich noch weiter, denn es gibt noch ein paar andere Sachen. Bevor ich mit dem Giveaway starte, das Allgemeines, und zwar genau jetzt, wo das Video online kommt, gibt es das neue große Splayfunity V2 Update. Und das ist wirklich das mit Abstand größte Update, das es auf meinem Discord-Server jemals gegeben hat. Es gibt so viele neue Sachen, nicht nur im Team, sondern auch für euch hat sich einiges geändert. Zum einen gibt es hier neue Channel wie Neuigkeiten, Events oder Umfragen. Also Events, da wurde ja auch mein Serverwerten angekündigt. Aber auch coole Sachen wie eine Rollenverteilung, bei der ihr quasi eure Rollen festlegen könnt. Also schaut auf jeden Fall vorbei. Und Pings, bei der ihr eure Benachrichtigungen einstellen könnt. Also ich gehe es mit euch mal durch. Updates wären jetzt so Discord-Updates so allgemein. Wenn ihr die nicht mehr haben wollt, dann macht ihr da einfach keine Reaktion mehr. Wenn es Giveaways gibt, wie es ja auch am Ende gibt, wenn ihr die immer haben wollt, müsst ihr hier reagieren. Dann noch Events, also wenn ihr zum Beispiel beim Server-Bewerten immer dabei sein wollt, dann halt Events. Und wenn ihr bei Abstimmungen, bei denen es halt um den Kanal geht, aber auch um den Discord-Server immer dabei sein wollt und immer eure Stimme abgeben wollt, dann klickt ihr hier drauf. Neues außerdem, dass ihr jetzt in den Tickets zu verschiedenen Themen Tickets posten könnt. Also für den allgemeinen Support hier, für Bewerbungen könnt ihr hier ein Ticket aufmachen und für Bugs hier. Und natürlich dann auch noch, wenn es einen Unfall gibt, bei einem Administrator, könnt ihr es auch noch hier machen. Dann bekommen quasi eure Bewerbungen immer unterschiedliche Icons. Also wenn ich zum Beispiel jetzt hier Ticket für Bugs öffne, bekommt es dieses Symbol und dann wird immer mit dem passenden Teammitglied in Verbindung gesetzt. Mega coole Sache. Genau, also ist wirklich eine mega coole Sache. Könnt ihr mal vorbeischauen. Und jetzt geht's aber weiter mit dem Giveaway. Kommen wir nun zu dem Giveaway, das ich schon am Anfang des Videos angekündigt habe. Und zwar vergiveaway das Splayfunity Team einen komplett eingerichteten Discord-Server. Und das ist nicht nur irgendein Discord-Server, sondern es ist wirklich extrem viel Herzblut drin. Dieser Server hat wirklich alles, was ein Server braucht. Von extrem guten Bannern bis hin zu vollständig eingerichteten Channeln für Neuigkeiten, Votings und Giveaways. Also wirklich alles an Channels, das man braucht. Ein funktionierendes Partnersystem. Ein Channel für Ideen. Ein gutes Verify-System. Ein vollständiges und sehr ausführliches Regelwerk. Und eine sehr gute funktionierende Rollenverteilung. Außerdem hat er auch noch so Zeug wie Auto-Channel. Und Logs extra für die Teammitglieder und Moderatoren, dass wirklich alles hier drin bleibt.
Es gibt Channels für Chat, Commands, Musik, Memes, NSFW. Und ja, also man braucht ja eigentlich nicht viel zu sagen. Er wird einfach vergiveawayt. Wie gesagt, es sind ganz viele Designs dabei, also es würde nicht schaden. Wie könnt ihr teilnehmen? Ganz einfach, jetzt beim Special FIFA 2 Update, wo das Video online kommt, gibt es auch direkt in Hashtag Giveaways halt dieses Giveaway. Ihr müsst einfach mit der Nachricht reagieren. Und dann könnt ihr einfach ohne irgendwelche Voraussetzungen teilnehmen. Ihr könnt natürlich auch noch eure Freunde einladen, dass sie das auch macht. Dann habt ihr höhere Chancen. Und ja, dann würde ich sagen, viel Glück. Und ja, das war es jetzt eigentlich soweit. Dann wollte ich noch ansprechen, die zukünftigen Videos. Ich habe schon eine Community-Abstimmung gemacht, was ihr lieber haben wollt. Also Minecraft-Projekte oder Disco-Content. Und es haben eigentlich den Großteil für Disco-Content gewotet. Aber am Anfang auch viele für Minecraft. Das werde ich mal so beides abwechselnd ausprobieren. Es wird auf jeden Fall ein Minecraft-Livestream kommen, ein Minecraft-Community-Event. Und das nächste Video steht jetzt schon fest, das ist eine Discord-Challenge. Also seid ihr auf jeden Fall mal gespannt. Außerdem möchte ich noch sagen, dass ich auf meinem Discord-Server ein bisschen aktiver werden möchte in nächster Zeit. Also ich will noch ein bisschen mehr bei den Chats hier chillen. Jetzt, wo ich auch Homeschooling habe und keine Schule, habe ich da auch mehr Zeit dazu. Ja, und ich würde sagen, das war's mit dem Video. Das Gameplay, das im Hintergrund läuft, das lasse ich noch zu Ende laufen. Mal sehen, ob es ein Win wird. Und ich würde sagen, haut rein und bis zum nächsten Mal. Ciao. Der Freund wieder. Ich hab dir aber auch gesagt. Es gibt jetzt nicht mehr viele. Der Homecraft, komm her sofort. Beim Tester. Okay. Dieser Rapper Razer da. Warte mal. Nee, Rapper Razer Tester. Das soll Tester gehen. Ja, okay, Rapper-Tester. Rapper-Tester. Wo ist der? Ach, fuck. Ich habe ihn gekillt. Random-Killing. nein, aber... Ja, aber erst... der jetzt gerade war. Shit. Hat er dich angegriffen? Splayfar, was mich nicht mal interessieren würde, geh du doch mal in den Tester. Hey, wieso? Ich bin Detective. Splayfar. Ich bin Detective, da bin ich automatisch unschuldig. Nee, das weiß man gar nicht. Geh rein. Geh rein, es soll in den Tester gehen. Juju, Lopo, geh rein. Okay. Innocent. Guck jetzt, yes, bleib mal, jetzt gehst du mal rein. Ja, wir haben gewonnen, easy. GG. Wer will noch eine Runde?